Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Donkey Kong Country 2. Wir gehen zur verlorenen Welt. Ah, da steht Donkey Kong, die ganze Genaffe von den wilden Dschungel redet. Zeig lieber gleich eure Menschen. Ja, wir zahlen ihnen natürlich 50 Kreditmünzen. Ja, Freund, ich habe die Brücke frisch poliert. Aha, sieht doch so aus. So, hier sind wir natürlich im Affenmuseum zuerst. Da brauchen wir doch einen Strich. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr hierher finden würdet. Vielleicht hätte ich euch gleich von diesem Ort erzählen sollen. Naja, ihr habt ihn ja jetzt gefunden. Hier ist die verlorene Welt. Die Krämlinge in der großen Köpfe in der Mitte müsst ihr gehen, um das Spiel vollständig zu beenden. Dankeschön. Um hier durchzukommen, müsst ihr das erst King Kong besiegen und alle Bonusleiter spielen. Das wird sicher nicht einfach. Ich werde das natürlich auch schaffen, ja. Ich weiß auch nicht warum, aber ihr habt ja einige echt günstige Tipps. Ich glaube, wir werden hier viele Münzen hinterlassen. Ich habe nicht genug Münzen, um dir von dir noch Tipps zu hören, du schwächlicher alter Affe. Aber wir gehen jetzt erstmal zum Dschungelzauber. Da habe ich... Bonusmünze? Nein, aber eine Bananenschau. Ja, TÜV-geprüfte Reifen. Nein! Schon kriegt das erste... Okay. TÜV-geprüfte Reifen. Bäm. Nämlich, das sind die schwersten Level, die es gibt in Donkey Kong Country 2. Oh. Zack, schon gestorben. Aua, der Reifen hat mir wehgetan. Ja, Dschungelzauber ist schwere Level. Da gibt's, in diesem Level gibt es immer nur ein Bonusfass. Das ist wenigstens die nette Überraschung, nette Hansel-Seite. Die böse Seite ist, diese Level sind affenschwer. Das ist nicht mehr schön zu sagen. Ich glaube, ich nehme Dixie hier. Oh, ne. Nein. So geht das so. Nein. Du bringst mich nicht zum Sterben. Oh. Zack, so. Nehme ich das Bonusfass. Ist nämlich... Genau hier. Zack, da nämlich. Kurz vom Checkpoint fast. Und dann mach alle Gegner fertig. Jetzt haben wir den. Oh. Ah, ich weiß, wie das geht. Und zwar so. Zack. Erstmal dachte man sich, wie geht das? Aber das geht so netter. Oh, schneller Zugang. Und man bekommt anstatt eine Creme-Münze die K-Münze. Damit hat man das Level zu komplett geschafft schon. Aber die Schwierigkeit wird jetzt sein, das Level überhaupt noch durchzustehen. Kann doch nicht wahr sein. Kannst du mich schon besiegt haben? Ich hab wenigstens wieder einen. Den habe ich nicht kommen sehen. Bum, bum. Oh. Der schwere Bereich kommt noch. Oh Mann, ich hätte jetzt hier gerne Diddy gehabt, damit ich mir die Bonusmünze, die Bananenmünze besorgen kann. Ja. Oh, kann ich mir doch holen. Ah, jetzt die, aber. Geschafft. Ja, schon schnell geschafft. Dschungelzauber geht sehr schnell. Zurück zum Krokodilskessel. So, jetzt müssen wir zu Funky Kong. Funky Kong, bring uns bitte wieder zu einem... Hey, ich bin der König der Löffel. Schau euch die Welt doch mal von oben an. Oh, Flugzeug mieten ist jetzt gratis. Cream Kai. Wo ist denn Klubber? Klubber. Da bist du. Klubbers Kiosk. Jetzt geht's zum nächsten.
Ah, das sind wieder die Hooks. Immer diesen selben Satz. Ja, ich zahle dir 15. Nerv nicht. Hier hast du dein Geld. Jetzt geht's zu den schwarzen. Schwarze Eisebene. Hört sich cool an. Ist aber sau schwer. Vorsicht, dieser Level ist nicht zu unterschätzen, denn hier kommt alles schwerer vor. Es kommt einiges vor, aber es kommt noch ein. Es gibt noch einen schwereren Level. Ey, der klaut mir hier glatt die Bananen. Ey, du hast mir die ganzen Bananen geklaut. So, wir nehmen uns das K mit. Und schwingen uns vorsichtig runter. Ja? Da kann ich mir noch. Nee, nächstes hast du die Käfer so. Nein, der Assi. Ah, ihr seht, das ist rutschig. Ich hätte gerne jetzt einen Checkpoint fast. Woher soll ich denn, dass er kommt? Der kommt von nebenan. Zack! Schwingt mit seinem Hakenarm. Verkrüppelten Hakenarm. Und ich habe keine Chance, großartiges auszuweichen, weil ich nicht den Bildschirm gesehen habe. Aber ich weiß, wo der war. Deswegen. Den Assi schnappe ich mir jetzt. Nein. Ja, du bist in einem Zinger gefangen. Ich kann nichts tun. Boah. Die sind sehr assi positioniert. Also sehr komisch positioniert. Ah, toll. Da, ich sehe dich schon. Ich sehe dich. Ich kriege dich noch. Ich werde diese Level schnell machen heute. Das ist heute, will ich das Spiel endlich zu Ende bekommen. Aber ich weiß jetzt alles. Ich habe mir jetzt alles aufgeschrieben, was in meiner Erinnerung ist. Habe nochmal auch im Internet nochmal ein bisschen nachgeschaut, falls jetzt die Frage kommt, wieso weiß ich jetzt schon alles. Ja, ich habe das Spiel auch angefasst. Da habe ich mich mehr fürs Spielen interessiert als für alles andere. Man kriegt so mich nicht. Checkpoint was wäre jetzt nicht schlecht. So. Oh, der zockt Leben ab und da habe ich mir ein Leben selber geschenkt. Oh, bis Checkpoint fast, ja. Ich brauche die. Das ist schon mal. Ich brauche auf jeden Fall ein. Voll Idiot. So, jetzt in der Nähe müsste es hier ein Bonusfass geben. Nämlich da. Komm. Ach. So kommst du nicht dran. Warte mal, machen wir es anders. Dann wirf doch mal Dixie. Nein. Da nämlich gibt es eine Kanonenkugel. Ups, ich hätte sie besser noch. Nein, ist gut. Wir finden noch genug Gegner, um diese Kanonenkugel hier zu zerstören. Oh nein! Oh. Zack, nehme ich mit dieser Kanonenkugel. Oh. Mit dieser Kanonenkugel nehme ich. Oh. Zack. Okay, OG. OG, du bist da. OG. Ja, hier ist nämlich die Krähenmünze zu sehen. Und dieses Level hätte ich besser mit Dixie gemacht. Nein, ich mach's jetzt mal mit. Also, Diddy muss jetzt ran. Oh, geschafft. Und da war die Krähenmünze. Ja, geht doch mal ein bisschen schneller heute. Wow, der war jetzt fies. Ich will jetzt nicht fallen. Ich will jetzt nicht fallen. Vorsichtig, vorsichtig. Zinger. Vorsichtig. Nein! Ach du Scheiße. Na, wenigstens haben wir schon mal geschafft. Aber trotzdem, kurz vom Ziel, ey. Nein, ich will Dixie. Ich will meinen Kong als. Wow, du hast mein Leben genommen, du Bastard. Toll, jetzt muss ich das Level alleine durchkriegen. Da
Da war ein Leck dran. Da war ein Leck dran schuld. Aber kein Problem, wir können das ja nochmal machen. Und nochmal, weil wir keine Hobbys haben. Nein. Stirb. Einfach runterfallen, sich fallen lassen, treiben lassen von dieser... Ich finde diese Musik nicht schlecht. Schöne. So eine sanfte, ruhige Melodie. Obwohl dieses Level ein bisschen brutal ist, schwer und so, aber es geht einigermaßen. Das darf doch nicht wahr sein. Ich weiß nicht, ich soll das Level nicht beenden oder das Spiel möchte nicht mitspielen. So, jetzt haben wir doch. Wir nehmen mal den. Ich wollte den schweren Weg nehmen. Gut, dass ich den schweren Weg genommen habe. Ich habe direkt schon Diddy verloren. Ja, und jetzt muss ich damit klarkommen. Oh, ich habe ja Dixie wenigstens. Und mit Dixie kann ich ein bisschen fies überspringen. Aber an guten Stellen. Zum Beispiel hier. Zack, hier kann man schön überspringen. Oh, das war geschafft. Komm jetzt. Ich will das Level beenden. Ich flippe doch nicht aus. Ich habe noch nicht das Level erreicht, wo ich richtig ausflippe und dann alles anschreie, was... Nein, der Lebensabsorber kann hier von den Leben absorben. Ich nie. Habe noch keinen Bock. Ich hab noch Lust, lang zu leben, ne? So. Bisschen weiter. So. Ah, jetzt sind wir fast schon. So, jetzt haben wir schon fast geschafft. Nochmal drauf springen und ich will jetzt ein Leben. Oder eine Münze. Perfekt, passt. Bam. Damit haben wir auch das nächste Level geschafft. Die schwarz-eisene Ebene. Da sehen wir uns im nächsten Part wieder von einer verlorenen Welt. Aber in zwei neuen Gebieten. Bis dann und ciao.